Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Malakai Makaison, meine lieben Freunde. Wir sind immer noch auf großer Plündertour hier durch das Davi-Saarland. Und ja, tatsächlich ist es so, dass sie uns hier ein bisschen auch in den Rücken fallen. Aber bevor wir uns jetzt hier mit denen jetzt hier messen, würde ich mal sagen, ermesse ich jetzt hier mal gerade eben mal den Angriff auf diese Siedlung hier. Und ja, ich glaube, das können wir einfach auch easy going jetzt hier wieder kurz mal abschließen. Unsere Waffensysteme sind superior. Ganz im Ernst. Ich bin so krass überrascht, wie stark die Orgelkanonen jetzt unter ihm geworden sind. Also ich meine, ich finde die ja ohnehin schon immer nicht so schlecht, ne? Das große Problem ist bloß immer in meinen Augen, dass sie... Ja, sie hatten dieses Reichweitenproblem. Oh, und jetzt haben wir Maximallevel. Und dieses Reichweitenproblem ist im Grunde ja jetzt erledigt. Aber es ist ja trotzdem echt eindrucksvoll, sage ich jetzt mal. Dass... Was dabei entsteht, wenn man denen dann jetzt hier die Reichweite gibt, die sie gebraucht haben. Ich werde Ulrika erstmal noch mehr einen alles im Köcher machen. Alles im Köcher, okay. Ja, sie köchert so vor sich hin. So, wir haben auch dieses Gebiet jetzt hier genommen. Den Buckelberg würde ich nach wie vor, wenn es geht, gerne noch behalten. Man weiß nicht, was das hier für eine Truppe ist, ne? Ich werde diese Sachen hier noch beschädigt lassen, das hier allerdings nicht. So, dann müssen wir natürlich wieder weiter forschen. Und ja, wir haben immer noch nicht genügend, um jetzt hier die Krolltilger-Armeen zu vergrößern. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich will erstmal hier noch das hier verbessern. Grimm der Zwerge, noch mehr Rang bei der Rekrutierung. Das fände ich eigentlich ganz, ganz sinnvoll, von Anfang an schon zu haben. Wobei, unsere Slayer sind ja ohnehin schon ziemlich tough unterwegs, ne? So, jetzt muss ich mal gerade mal gucken, was der Kollege jetzt hier noch vorhat. Ich glaube, der hat richtig Bock, ey. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt mit ihm um? Das ist die große Preisfrage. Wir haben gerade eben Trom. Die Frage ist, ja, das Geile ist halt, dass diese Einheiten uns nichts kosten. Ne? Sehen wir es mal von der positiven Seite. Sie kosten uns nichts. Das heißt, wir können sie auch im Zweifelsfall jetzt einfach einsetzen und danach wieder löschen. Das wäre jetzt so meine Idee. Das Dumme ist bloß, ich würde hier sehr, sehr gerne noch jemanden von euch reinnehmen. Einer von meinen Freiwilligen, aber den schaffen wir diese Runde gerade eben nicht mehr. Ich hole aber trotzdem mir jetzt hier nochmal einen rein, ne? Denn ich denke, dass ein weiterer Slayer hier durchaus Sinn machen kann. Die Frage ist bloß, was für einen? Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr, physische finde ich eigentlich immer ganz gut. Ja, das ist sehr, sehr gut. Und schon haben wir einen neuen. Und na, ich versuche ja immer, also wundert euch nicht über die Reihenfolge, wann ihr reinkommt oder mal auch nicht. Ich versuche immer auch auf diese verschiedenen Let's Plays, die ich mache, also nicht nur Warhammer, dieses Let's Play, Epidemus oder auch quasi Timberborn, Schrägstrich, jetzt auch ganz, ganz neues Stellaris, alle euch zu berücksichtigen. Das heißt also, dass manche von euch halt manchmal länger brauchen, bis sie reinkommen und andere, von denen ich weiß, oh Gott, die sind jetzt beigetreten und würden sich erst in anderthalb Monaten sehen, dann packe ich sie lieber woanders noch rein, damit es ein bisschen schneller geht. Damit es nicht noch länger dauert, ne? Deswegen nicht wundern, wir haben jetzt hier den Belrair, der jetzt hier ein mächtiger, ich muss aber auch richtig schreiben, ein mächtiger Slayer jetzt hier im Dienste von uns geworden ist. Das heißt aber, ich brauche noch vier weitere Units. Warte mal, jeder von euch kostet 211. Ich habe keine Ahnung, ob wir eine Chance haben gegen diese blöde Jane. Ich mache mir da ehrlich gesagt Sorgen deswegen. Ach Gott, der kann ja gar nicht mehr davon reinnehmen. Oh. Dann müssen wir vielleicht doch über sowas jetzt hier gehen. Gott, warum ist diese Einheit so teuer? Das ist etwas, was ich echt gerade bedenklich finde. Nee, dann gehen wir auf Einheiten, die einigermaßen bezahlbar sind und vielleicht noch ihr Geld wieder reinholen. Und dann können wir den hier nächste Runde angreifen. Wobei, wir haben jetzt schon mehr Männer als er. Bin ernsthaft im Überlegen, ob wir... Weil wir sind jetzt schon mehr.
Wir versuchen es einfach, komm. Es ist Skarbrand gegen AT. AT, wie gut bist du ausgestattet? Okay, reden wir nicht darüber. AT, ich bin mir nicht sicher, ob AT ihm gewachsen ist, wenn wir das jetzt hier gerade eben so machen. Da mache ich mir gerade eben wirklich, wirklich Sorgen um AT. Wir haben, wie gesagt, den Helm der Zwietracht. Der ist eigentlich schon ganz gut. Axe Slayer, das ist auch okay. Der Ring ist nicht schlecht. Ich habe, glaube ich, keine Runen mehr, die ich sinnvollerweise... Talisman, hier, doch ein Samen der Wiedergeburt. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt versuchen wir es einfach. Auserkorenes Korn. Was sagt denn das Spiel jetzt hier an der Stelle? Ich mache mir da gerade eben wirklich Sorgen. Wir versuchen es. Okay. Ich bin ehrlich gesagt nur überlegen, ob wir es nicht... Wow, sind die weit vorne. Ob wir es nicht so machen können, dass wir im Zweifelsfall sogar das Schlachtfeld wieder verlassen können. Nee, also ganz im Ernst, da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Ne? Wir müssen uns jetzt hier einfach durchmessern. So sehe ich das zumindest jetzt hier gerade eben. Packe ich dich jetzt hier noch darüber. Das ist jetzt hier einfach unsere Nummer 1. Genau, die Nummer 1 steht jetzt hier bereit. Ich bin aber auch drauf und dran zu sagen... Ach, die haben Vorhutaufstellung. Das finde ich voll in Ordnung. Das finde ich sogar super duper in Ordnung. Was ist mit euch? Euch packe ich auch noch jetzt hier hin auf den 1, ne? Ja gut, dann legen wir los. Gibt ja nicht so viel, was ich jetzt hier gerade eben tun könnte. Da kommt ein Feuerball. Das feiere ich nicht so sehr. Wie viel Reichweite haben wir damit? 100 Meter. Oh Gott, das ist ja gar nichts. Ich beschieße ihn jetzt erstmal mit der Artillerie, ne? Ich meine, why not? Ach stimmt, ich kann jetzt Gyrokopter starten. Oh, wie geil. Das kann ihnen vielleicht sogar wehtun. Ja, wir werden diesen Gyrokopter kommen lassen und dann direkt auf ihn schießen, so gut wir können. Go. Das ist der Plan. Die Zwergenluftwaffe macht sich bereit. Ja, es ist nicht so viel Schaden. Holla, die Waldfee. Hier fliegt jetzt hier rüber. So, diese Barbaren werden jetzt hier von mir zusammengeschossen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich hier gerade eben noch sehe. Und die müssen dringend auf ihn schießen, ne? Also wir gehen jetzt hier mit denen hier schon mal ein bisschen vor. Oh, da geht's schon los. Okay, greift an. Eieieiei, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Wir verschlechtern ihn so gut wir können. Wir holzen jetzt hier kurz mal den Zauber rein. Ach, kann ich gerade gar nicht. Oh, irgendwas hindert mich daran. Ich weiß nicht, was es ist. Nein, ihr sollt nicht in den Nahkampf. Wir sollen ihn totschießen. Meine Fresse. Ja, also der gute... AT hat hier wirklich so seine liebe Mühe. Warte mal, AT, ich will nicht, dass du stirbst. Das muss nicht. Jetzt erschießt ihn. Kann ich jetzt endlich das hier machen? Jetzt kann ich das endlich machen. Ah,
Okay, sehr gut. Wir kriegen ihn, den großen Heslon. Und Arte muss jetzt hier wieder ran, ne? Was ist hier los? Hier ist nichts los. Die rennen schon weg hier. Eventuell habe ich mir ein bisschen zu viele Sorgen gemacht, kann das sein? Die können sich gerade eben nicht bewegen. Gott, hat Arte einen auf die Fresse gekriegt, ey, ich sag's euch. Also wir verlieren auf jeden Fall einiges noch an Leuten. Das ist offensichtlich, aber ich glaube, gewinnen sollten wir es trotzdem. So, dreht euch jetzt hier ein und schießt sie weg. Die haben ja immer doch 6200 Schaden gemacht. Das ist mehr, als ich gedacht habe. Oh, da kommen ja noch mal ein paar Außerkorene. Auf die muss ich jetzt schießen. Mach die schnell weg. Da sehen wir uns gerade eben zum ersten Mal jetzt hier die Jungs im Einsatz. Hier kommt es hier rüber. Gott, sind die tapfer. Ich hasse es. Also diese Schlacht wird auf jeden Fall äußerst blutig enden. Boah, zum Glück können die hier die ganze Zeit so ein bisschen aufhalten. Arte, don't die. Das sollst du nicht. Bist du ein Slayer, aber ich will nicht, dass du stirbst. Brauch dich noch. Sogar sehr dringend brauche ich dich noch. Als Verteidiger hier. Also man merkt schon, dass die Slayer halt mächtig sind, aber sie sind nur dann mächtig, wenn sie auch gute Schutzsachen haben und auch einiges schon an Level-Ups hinter sich haben. Ansonsten ist das nämlich ein bisschen schwierig. Er regeneriert gerade eben gar nicht mehr, ich weiß nicht warum. Regeneriert man nur im Nahkampf? Hat die Regeneration verloren. Kurios. Sogar sehr kurios. Boah, wir haben es geschafft. Wie gesagt, ich war mir echt nicht sicher, ob wir das schaffen werden. An manchen Stellen sind auch wirklich nicht mehr viele übrig. Aber immerhin haben wir Scarbrand die Line jetzt hier erledigt. Okay, 5 sind draufgegangen. Dummerweise waren es die normalen Slayer und nicht die, die potenziell teurer werden. Wir holen uns natürlich auf jeden Fall hier die Kohle. Und jetzt sind die hier schon ziemlich, ziemlich down. Okay, das ist schon mal sehr, sehr nett. Der Bonus jetzt hier für Arte. Wir machen natürlich zuerst den Level-Up jetzt hier. 2 Erfahrungspunkte. Ja, bedeutender Slayer. Gibt ihm jetzt hier noch mehr Nahkampfabwehr und Rettungszauber. Ja, Fluch der Dämonen wäre jetzt, glaube ich, auch ganz, ganz angebracht. Hier geht es auch nochmal ein Level Up. Für Bewegung. Angst verursachen für ihn. Ja, diese Einheit zu verlieren ist in Ordnung. Also erstmal wieder zurück jetzt hier in die gute Stube. Freuen, dass wir noch leben und dann müssen wir gucken, dass wir jetzt hier Krakadorden irgendwie wieder zurückbekommen, wenn ihr mich fragt. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, Enrico hat hier immer noch das Auge auf diese Stadt jetzt hier, die nach wie vor jetzt wirklich sehr, sehr nice verteidigt wird. Ja, noch mehr Wachstum jetzt hier reinzuzimmern, ist es irgendwie nicht so wirklich wert, wenn ihr mich fragt. So, hier, wie gesagt, machen wir auch noch nicht so viel. Also die Festung von Vorrag möchte ich schon auf jeden Fall weiter verbessern, weil das ist eine große Siedlung, die kann richtig viel Geld machen, wenn wir alles richtig machen.
wie gesagt, ein bisschen irritiert gerade eben, dass sie angeblich nur 108 Geld macht. Weil eigentlich müsste sie 405 machen. Man weiß es nicht. Man versteht es auch nicht immer. Zumindest ich nicht. So, Brother Ronan hat sich dadurch aber auch gerade eben nochmal ein Level-Up verdient, so wie es aussieht. Und ich glaube, dir gebe ich jetzt als allererstes jetzt hier mal Runenverzauberung. Genau, hast du nochmal ein bisschen mehr Kampfleistung. Ist immer noch dabei, jetzt hier gerade eben eine große, fette Barke jetzt hier rein zu rekrutieren. Könnte ich diplomatisch noch irgendwas Sinnvolles machen? Wenn du jetzt endlich die Kohle hast. Das ist einfach immer noch der Pleitegeier. Kislev, die große Orthodoxie. Das ist eher die Pleite-Orthodoxie. So, nächste Runde gehen wir hier auf den hier los. Nein. Wie er einfach ankommt, ne? Und Kohle voll, ein bisschen Kohle anbietet, so ein Handgeld, so ein Briefmarkengeld. Ja, das war so klar. Ey, die spawnen aber auch ständig an der Stelle, kann das sein? Immer wieder spawnen da solche komischen Armeen. So, Rang bei der Rekrutierung haben wir auch abgeschlossen, das ist gut. Militärische Bauzeitverkürzung. Rang bei der Rekrutierung von Kommandanten. Nehmen wir auch. Ist für die Zukunft sicherlich wertvoll. So, jetzt können wir den hier wegknüppeln. Knapper Sieg, sagt das Spiel. Aber ein knapper Sieg reicht mir. Das war aber noch nicht die Quest. Wie mir scheint. Da fehlt, glaube ich, noch was, oder? Der Witz ist jetzt, wo wir gerade eben schon mal jetzt hier mit Frank unterwegs sind, können wir auch noch weitere Dinge tun. Ich möchte auf jeden Fall hier den Schaden der Feuerkanonen verbessern. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist jetzt gerechtfertigt hier. Feuer und Zorn. Was mache ich mit dir jetzt noch? Die könnte ich jetzt noch resolut machen. Na, ich gebe mir erst die Erbfeindschaft. Ah, und jetzt bist du ein bedeutender Slayer, Targaryen. Und nicht nur das, du bist auch ein Bezwinger des Chaos. Wobei, das bringt nur ihm was. Dann machst du lieber diesen Einmann-Tausend-Töter-Armee-Typ wieder. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall... Warte mal, kannst du das nicht sogar alleine? Ja, klaro kannst du das alleine. So eine komische Rebellion hier mal wegholzen. Hexenberg, Buckelberg. Ich denke, dass ich es mir erlauben kann, den Hexenberg zu reparieren. Und der hier ist völlig unvorbereitet auf uns. Ich liebe alles daran. Gott, sind das Anfänger. Er scheint... Wow, wir haben nur 17 verloren. Er scheint überhaupt keine Ahnung zu haben, wie weit ich laufen kann. Ist so mein Gefühl. So, Ulrika ist die Einzige, die noch leveln kann. Aber auch nicht mehr lange, ne? Darf man nicht vergessen. Ich gebe ihr noch mehr Munition. Und dann ist, wie gesagt, mein Ziel jetzt, ihn hier noch anzugreifen. Sauflecken würde ich gerne noch verbessern, aber ich habe gerade eben ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass es mir kaputtgeschlagen wird. Anruels Grab, wo ist denn das nochmal? Moment. Ah, das dürfte relativ safe sein. Das bessern wir auch nochmal aus. Die dunkle Festung müsste ich jetzt eigentlich auch reparieren können. Es sei denn, der hat auch noch verrückte, lustige Ideen, was man nicht ausschließen kann. So, Arti hat jetzt hier gleich seine Truppe hochgeheilt. Du machst jetzt hier auf jeden Fall nochmal hier die Aschenexplosion. So, und jetzt seid ihr hier auch ein schickes Team.
Das Dumme ist bloß, wie gesagt, wir müssen das hier auf jeden Fall auch noch erobern. Und ich muss mir überlegen, wie wir das tun sollen. Denn unsere Möglichkeiten hier sind begrenzt. Ach, das hier brauche ich ja auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das heißt, ich kann hier vielleicht nochmal irgendwie ein Gebäude mit Artillerie vielleicht mehr reinzaubern. Oder einfach nur Fernkampf. Ich meine, die sind schon ziemlich gut, habe ich jetzt gemerkt. Die sind wirklich, wirklich gut. Das geht halt so ein bisschen unter, wenn man halt so sieht, was die anderen Einheiten so können, ne? Naja. Schloss Drakenhof. Das alte Schloss Drakenhof-Thema. Nee, will ich nicht. Okay, Enrico hat auch ein Level-Up. Ich glaube, ich mache Enrico jetzt hier zu einem Feindesjäger. Frostlande bleiben Frostlande. Jetzt will ich gerade eben nochmal gucken, wie es eigentlich bei euch aussieht. Ihr hattet doch neulich ständig irgendwelche Angriffe. Ich glaube, das Thema ist jetzt hier so langsam aber sicher durch, oder? Bin mir nicht sicher, aber es wirkt so. Mhm. Hier ist noch der Kurak-Gipfel. Da werden aber garantiert Skaven drin sein, so wie ich das Spiel kenne. Das ist zumindest meine große Befürchtung. Oh, Graschnacks Burg. Ja, komm, die verbessern wir mal sofort auch noch, wo ich gerade sehe, dass wir die Kohle dafür haben. Dann mache ich noch mehr Handelswert da rein. Karagrasiak ist auch jetzt wieder safe. Verteidigung rein, Geld und ausbauen. Sehr gut. Die Todesklamm können wir auch ausbauen. Ja, und hier können wir noch mal ein bisschen mehr Wachstum wagen. Wenn ihr mich fragt. Die westlichen Provinzen. Ich habe mal wieder das Gefühl, dass jetzt hier die Order wieder total am Gewinnen ist. Der will nicht Angriffspakt, das kann er vergessen. Wenn ich mir mal so angucke, was da jetzt hier glaubt, alles ankommen zu können, gebe ich jetzt definitiv geistig gleich schon mal auf. Oh Mann. Da kann man halt auch nicht so viel machen. Oh, die Töchter des Waldes wurden konföderiert. Oh, Wahnsinn. Okay, das sehe ich zum ersten Mal. Spannend. Noch mehr Rang für die Heldenrekrutierung. Einkommen nochmal erhöhen. Runenschmiede, Teine. Die lokale Rekrutierungskapazität lockt mich ehrlich gesagt ein bisschen an. Jetzt plündert der Mistkerl mich tatsächlich hier gerade. Ja, ganz im Ernst, ich mach den jetzt hier schnell mal weg. Ich hab keinen Bock auf den. Komischer Slaneshi-Dämon. Weg mit dem. So, nochmal zwei Level-Ups für Ulrika. Ja, noch mehr Reichweite ist ja eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Tödlicher Ansturm ist aus meiner Sicht für sie auch nicht wirklich sinnvoll. Was vielleicht noch sinnvoll wäre, wäre jetzt noch ihre Rüstung noch ein bisschen zu verbessern. Engineer. Und bumm. Und auch down. So, der Konvent ist nicht mehr da. Dann gehen wir kurz hier rein zum Regenerieren. Noch ein Level-Up für Ulrika. Und damit können wir jetzt hier Sauflecken aufwerten. Ja, ich habe ein gutes Gefühl bei der Gegend hier, ich sag's euch. Jetzt muss ich gerade eben nochmal gucken. Wir waren doch hier bei diesen Quests jetzt hier am Start, ne? Ich sollte doch noch welche killen von denen. Also hier ist alles gemacht. Hier soll ich noch eine Konvoiarmee besiegen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Führt 5 Gefechte gegen Vampirfürsten. Das wird schwierig werden. Unterhalt insgesamt 4 Einheiten. Ja, ja, von diesen Gyrokoptern. Bekämpft Untotenarmeen. Nee.
Das müsste doch hier was sein. Reduzierte. Hier sind eigentlich. Hier müssten noch mehr Armeen sein. Ich sehe aber keine. Hier müssten aus meiner Sicht noch mehr Armeen sein und sie sind nicht zu sehen. Das ist äußerst bedenklich. Also, ich habe ursprünglich gedacht, dass diese Lichter hier vielleicht irgendwie eine Bedeutung haben, aber anscheinend ist es so nicht. So, AT Level wieder. AT macht jetzt Slayer zu mir. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt machen wir natürlich wieder ein bisschen mehr Geld. Oh, warte mal, hast du eigentlich schon diesen Slayer? Nee, du hast noch nicht den Slayer? Also die Armee ja deutlich. Ich habe so viel Geld verschwendet. Dann habe ich so viel Geld verschwendet, ich sag's euch. Warte mal, ich habe doch so viele davon hier. Nee, nicht Schiffsbauer. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier ist Slayer-Anwärter. Von denen habe ich doch gefühlt 1 Million. Kann ich dir noch weitere Leute geben? Tätowierer, ja, nochmal die Korruption mehr senken. Einkommen aus lokal allen Gebäuden nochmal erhöhen. Geschichtenerzähler, Kontrolle und Korruption. Ja, das sieht gut aus. Jetzt mache ich 3600 auf einmal. Ja, die Slayer sind auf einmal deutlich günstiger geworden. Aber ich komme zu dem Schluss, dass ich ja lieber nochmal ein paar normale Slayer jetzt hier rein rekrutiere. Statt die jetzt hier zu behalten, die so teuer sind, ne? Die schmeiße ich jetzt alle raus und werde jetzt hier entsprechend Ersetzungsmaßnahmen durchführen. So, und was wollen wir hier noch machen? Wir wollten hier Kriegsmaschinerie, glaube ich, machen können. Das hier würde mir noch mehr Forschungsrate bringen, aber das bringt mir halt auch nur mehr Flieger. Auf der anderen Seite sind die Flieger halt auch echt nicht schlecht. Nee, wir machen aber das da. Ne? Wir wollen jetzt hier dringend die regulären Einheiten rekrutieren können. Die regulären Artillerieeinheiten meine ich damit. Stiller Wolf. Ja, ihr beide sogar ein Level Up. Auch der Christian dann ein Level Up. Du kriegst jetzt hier noch die geerbten Waffen. 82, 82. Ist Tein echt. Das ist für einen Helden echt tough. Also ich finde das wirklich tough. Was können wir jetzt noch machen? Du bekommst noch mehr Klingenmeister. Ja, guck mal, also der Tein ist besser als der Kommandant. Das ist krass. Turm der Qualen ist immer noch beschädigt. Wo war denn der nochmal? Das war der da. Also ich werde auf jeden Fall die jetzt erstmal ausbauen und dann werde ich versuchen, den hier noch zu reparieren. Das sieht auch alles ganz gut aus so. Zuffbar. Oh ja, wir können bei Zuffbar noch was machen. Die Frage ist bloß was. Ja, wir machen halt noch mehr Bier. Wir werden noch mehr Bier produzieren. Das bringt halt noch mal ein bisschen mehr Handelswert ein. Ich weiß noch nicht, wer all das Bier saufen soll, was wir produzieren, aber wir werden einfach noch mehr Bier machen. So, das machen wir jetzt hier sogar als allererstes. Gut, der Gag ist, ich brauche das hier jetzt auch nicht mehr. Es macht keinen Sinn, jetzt hier das Geld auszugeben. Das lassen wir mal schön sein. Wo habe ich diesen Laurer denn entdeckt? Cool, ich habe einen Laurer entdeckt, den ich gar nicht sehen kann. Also ich muss echt gute Augen haben. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Da ist er, der kleine Lumpi-Schlumpi. Okay, wir sind bereit, ihn zu bekämpfen, wenn es sein muss. Die dunkle Festung lassen wir auch mal gerade aufwerten. Oh, und ihr seid auch endlich einsatzbereit. Halleluja. Oh, ich liebe alles daran. Okay, dann marschieren wir jetzt hier auf den Düsterberg drauf. Und mit marschieren meine ich, wir machen einen unterirdischen Vormarsch. Dann haben wir nochmal die Chance, ein bisschen mehr Gold zu bekommen. Diese Zwergenkrieger sind aber auch nicht so schlecht. Ich hole mir nochmal 2 Zwergenkrieger, weil ich den jetzt hier noch raushaue. 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal einen weiteren Slayer-Trupp.
Na, wie gesagt, so bekommt Arte jetzt hier auch seine Armee zusammen. Das hier wurde repariert. Mann, wie ätzend. Ich werde das erstmal hier nichts mehr einbauen. Moment, Moment. Frank. Frank ist doch einsetzbar und kann hier oben... Ah, nee, wir kommen da nicht ran. Das ist ein bisschen doof. Aber das ist kein Problem. Wir werden jetzt hier das Madenheer in der nächsten Folge angreifen und dann hoffentlich jetzt hier seine Siedlungen plündern, auseinandernehmen und noch Schlimmeres. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.